Ja, moin moin und hallo zu einem kleinen Squad Builder. Ich wollte euch mal mein Silberteam vorstellen. Dazu fangen wir natürlich an im Tor mit Militz. Der Junge ist 1,88 groß und ja, hat eigentlich sehr gute Werte für einen Silberspieler. Man sieht es ja auch am Gesamtrating mit 74. Ist auf jeden Fall ein ganz sicherer Rückhalt, wobei es in der deutschen Bundesliga halt wirklich noch andere sehr gute Keeper gibt wie Fährmann. Oder auch Müller von Mainz. Ich habe mich für Militz entschieden und kann mich jetzt auch nicht beklagen. Weiter geht's mit Schwab auf der linken Innenverteidigerposition vom VfB Stuttgart. Ebenfalls ein junger deutscher Spieler vom Tempo her und der vom Kopfball relativ passabel. Neben ihm Kirchhoff mit dem Sentinel-Chemie-Style. Er ist wirklich richtig stark, vor allen Dingen jetzt in der Defensive, im Kopfball. Da er auch 1,95 groß ist, also der Junge hat mir wirklich schon einige ja, Gegentore vereitelt. Auf der linken Verteidigerposition habe ich mich für Panda entschieden, weil einfach seine Flanken und seine Freistöße bzw. Ecken eine richtige Waffe sind. Also er hat enormen Effektwert, er hat ja, wirklich einen harten Schuss, ich glaube über 90, und damit kann man schon einiges anfangen. Auf der rechten Verteidigerposition habe ich Fritz ausgewählt, beziehungsweise Lell. Die wechseln sich immer ein bisschen ab. Wobei jetzt meistens Fritz dran kam, da er physisch mir noch ein bisschen stärker erscheint. Dem gebe ich auch gleich mal einen kleinen Vertrag. So. Dann kommen wir zum zentralen defensiven Mittelfeld. Da ist es ein bisschen. Da bin ich noch ein bisschen am Experimentieren. Ich habe mich jetzt für Balic erstmal entschieden. Man könnte aber auch Hahn von Augsburg nehmen. Ich brauche halt wirklich einen. Er ist zwar nicht der Schnellste, ich brauche aber einen, der ja, in der Defensive und im Kopfball relativ gut ist. Neben ihm spielt dann genau ein ZM. Und zwar von Hannover 96, Prüf. Der ist ziemlich schnell, ist zwar nicht der beste Defensivspieler, aber hat einen guten Passwert und ja, ein gutes Tempo für die Position. Dann fangen wir an mit den ZOMs. Dort habe ich auf der zentralen Position Trochowski stehen. Der ist fast so gut wie Panda, was die Freischüsse betrifft. Hat jedoch, ja, natürlich einen schwachen Fuß, auch noch 5 Sterne und 4 Sterne Spezialbewertung. Ist halt zwar relativ klein, aber der wuselt da ordentlich die Gegner durcheinander. Und hat echt einen super Schuss, auch wenn man jetzt mit 74 das vielleicht gar nicht so glauben mag, aber mit dem habe ich schon einige Longshots auch hinbekommen. Auf der rechten ZOM-Position haben wir dann ein ZM wieder stehen, das ist Leitner. Der war, glaube ich, in FIFA 13, hatte sogar noch 4 Tricksterne, jetzt hat er nur noch 3. Aber trotzdem ein wuseliger Spieler mit 80 Tempo und 81 Dribbling, mit dem kann man eigentlich auch ganz gut was anfangen. Ist auch etwas teurer, wobei ich sagen muss, dass der wirklich noch mich ein bisschen enttäuscht hat für den Preis. Kommen wir zur anderen Position, das Beister, den habe ich umgewandelt vom Mittelstürmer. Der Junge hat auch einfach wirklich geniales Tempo und auch mit seinen Schüssen trotz der 72 und als Linksfuß kann man da ganz gut mal reinflanken. Also ich denke, dass die Investition hat sich gelohnt. Ja, im Sturm möchte ich euch erstmal Lasogga vorstellen. Der Junge ist für mich wirklich ein richtiges Biest. Ihr seht es ja, er hat auch einfach in meinen 13 Spielen, die ich mit dem Team gemacht habe, 15 Tore gemacht. Der ist einfach immer zur Stelle mit dem Kopf. 1,89 groß, ist halt leider nur etwas langsam. Und ich habe den quasi zum Übergang benutzt, um dann Mlappa jetzt vorne reinzustellen, der wirklich teuer ist für einen 72er Spieler. Aber also ich habe bisher erst 2 Spiele mit ihm gemacht, auch ein richtig perverses Longshot-Goal geschossen. Aber er ist halt einfach schneller und trotzdem ein richtiges Tier vorne drin, mit 1,93, richtig bullig. Ingame-Werte von Stamina, glaube ich, auch 99. Also ich denke, die Investition hat sich auch gelohnt. Ja, im Großen und Ganzen lässt sich echt sagen, dass es mit dem Team sehr viel Spaß macht. Wobei man aufpassen muss, dass man sich nicht auskontern lässt, da im zentral defensiven Mittelfeld halt schon noch der ein oder andere schwächere Spieler vorhanden ist. Und vor allen Dingen etwas kleinere und flinkere Spieler, die sich halt mal schnell abdrängen lassen können. Ja,
Ich denke mal, dass ich auf der rechten Verteidigerposition irgendwann mir nochmal Diekmeyer leisten werde. Eventuell muss man schauen, was man jetzt im zentralen defensiven Mittelfeld noch macht. Und ob man eventuell Leitner vielleicht ja, ersetzt durch Lapper und den dann auf ZOM stellt und dafür Lasogga wieder vorne rein. Es gibt einige Möglichkeiten. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Falls es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach irgendeine Kritik da. Und vielen Dank fürs Zuschauen.